Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind in Almersbach bei der Firma Westwood Performance. Und zwar mein Namensvetter, der Philipp, mal wieder. Gibt irgendwie viele Philipp in letzter Zeit. Ich bin nicht Philipp, aber... hat uns kontaktiert, nachdem wir bei Igor waren. Der Gute ist nämlich spezialisiert auf Differentiale und Getriebe. Und da Marius ja letztes Jahr eine ziemlich große Leidensgeschichte mit seinem 02A-Getriebe in dem VR6 Turbo hatte, war es jetzt ja mal an der Zeit, was Vernünftiges einzubauen. Genau, wir haben eine straffe Verschleißkarriere hingelegt. Ne? Wie viel 02A hast du so durchgezogen? Ja, ehrlich gesagt in der Rennsaison nur so 2. Ah, gut. In Summe? Aber auf der Straße, also in Summe habe ich bestimmt mittlerweile 8 bis 9 beerdigt. So. Und es war halt immer eine tickende Zeitbombe. Ne? Also ja. Du konntest dir bei jedem mal Gas geben, nicht sicher sein. Ja. Es wäre jetzt auch wieder kaputt gegangen. Das hat jetzt mit Mehrleistung keinen Sinn einfach. Witzig war auch, als Marius letztes Jahr umgezogen ist, dieses Jahr? Mhm. Dieses Jahr umgezogen ist, hat da zufälligerweise im Garten noch so 02 ja, lag noch jetzt im Busch. Wiedergefunden. So, jetzt haben wir auf jeden Fall den passenden Radsatz. Wir beide haben von Getriebe relativ wenig Ahnung, von Sperren noch weniger Ahnung. Und deswegen haben wir einfach alles dem Philipp mal zugeschickt. Der hat sich das alles schon mal angeguckt, hat das alles vorbereitet. Und jetzt kriegt ihr endlich eure Getriebe und Differentialtechnik. Ich kann euch noch nicht versprechen, in welcher Reihenfolge, aber ich denke, da wird uns das auf jeden Fall geil erklären. Ich bin gespannt. Wir gehen mal gucken. Läuft schon? Ja. Hast du das Mikrofon an? Nein. Okay. So, da sind wir. Zeit. Kleine Verspätung. Das ist einmal Philipp. Hi. Nochmal Philipp und Marius. Wir sind wegen dem da hier. Genau. 02A-Getriebe für Marius Golf. Endlich, ja. Endlich, genau. Wir haben da einen Radsatz für mitgebracht. Genau, der ist auch gerade da drin, ne? Und du hattest ja angeboten, weil du Spezialist in Sachen Differentialsperren bist. Genau. Uns da mal auf den aktuellen Stand zu bringen. Ja. Nun ist die Frage, ich überlege gerade, mit was wir anfangen. Ich würde sagen, damit wir es am Ende auch zusammenbauen können, fangen wir erstmal mit der Thematik Sperren an. Macht Sinn, weil die ist auch gerade noch gar nicht drin. Und ich glaube, das ist auch dein Spezialgebiet mehr. Ja, durchaus. Ich komme ja eigentlich aus der BMW-Szene und mache wirklich viel BMW-Sperren. Und deswegen habe ich auch gesagt, würde ich ganz gerne mal was mit einer Lamellensperre machen, weil in der VW-Szene ja Quaif und Torsensperren ist ja so, dass... Wie ich in der Limo auch drin habe. Genau, das Beliebte oder das, was jeder kennt. Und eigentlich, finde ich, funktionieren die Lamellensperren einfach besser, weil du viel schöneres Ansprechverhalten hast und du kannst die halt abstimmen, was du bei einer Torsensperre eher nicht kannst. Mhm. Deswegen okay. Was Neues. Wir fangen mal ganz vorne an. Stell dich mal einmal kurz als Person vor. Ich meine, jetzt hast du schon ein bisschen was weggenommen mit BMW-Szene und so weiter. Was du hier eigentlich machst, wie lange du das schon machst, was du machen kannst und was du machst. Ja, also ich bin Philipp von Westwood Performance und grundsätzlich alles, was Differenziale, Differentialüberholung angeht und Sperrenmodifikation hauptsächlich für Rennsporteinsatz. Mhm. Komme aus der BMW-Szene, mache auch, ich sag mal, 90% BMW. Und habe aber jetzt halt gesagt, gut, irgendwann wird dir das langweilig, fängst auch mal was anderes an und deswegen jetzt zum Beispiel euer VW-Getriebe mal. Also grundsätzlich mache ich alles, nur wenn halt jemand kommt, was ich noch nie gemacht habe, dann sage ich demjenigen das auch, dann kann man sich das angucken und entweder ich mache das dann oder ich sage dann halt, gut, hier wird nichts. Differentialüberholung habe ich so auch noch nie gehört. Liegt aber wahrscheinlich daran, was das bei den Lamellensperren öfter der Fall ist. Ne? Jein. Also viel, ich habe auch viel mit der Oldtimer-Szene, zum Beispiel E30 zum Beispiel oder E21. Und wenn so ein Diff halt mal 200.000, 300.000 Kilometer gelaufen hat, dann sind auch die Lager fertig, die machen Geräusche oder hauptsächlich dieses Heulen ist ja das größte Problem, was man hat. Oder zum Beispiel aktuelle 1er BMWs, da frisst immer das Eingangslager, die machen Geräusche, die sind richtig eklig. Ja, das ist so eine Standardüberholung. Ne? Die mache ich auch irgendwie in 2 Stunden oder so. Einfach gerade Lager tauschen wieder zusammen. Verstehe. Von so Sachen bis dann so ganz wilde Sachen, E30, M3, DTM, Alu-Diffs und so. Wobei man gleich dazu sagen muss, jegliche Differentialüberholung, gerade wenn es an die Lager geht und so, sind, glaube ich, meistens nicht ganz so einfach, weil du es immer einmessen musst mit diesem Wickeltrieb da drin. Ne? Genau. Du hast 2 Problematiken. Du musst ja erstmal die Lager und die Vorspannung auf die Lager an sich haben, weil wenn du die Lager zu locker hast, fängt es an Spiel zu kriegen. Wenn du es zu fest hast, verschleißen die halt viel, viel stärker oder machen Geräusche direkt. Und dann packen ja die Zahnräder ineinander und diese Paarung, die muss auch eingestellt werden. Also das Zahnflankenspiel und das Tragbild und dann, damit das halt wirklich nicht auf einer Ecke trägt, sondern schön über den ganzen Zahn und die Kraft auch nicht aufgenommen wird. Ich finde das immer sensationell, weil das ist jetzt ja nicht was wie, ich sag jetzt mal, Zylinder oder Kolben, wo du einfach messen kannst,
sondern das ist ja meistens schon vom Messen her nicht ganz so einfach. Ja. Weil man ganz oft in eine Tiefe oder es erst montieren muss zum Messen und so weiter. Ja, es gibt dann super viele Sachen, da brauchst du so eine Messbrücke, um genau, weil du nimmst halt aus der seitlichen Lagerung, nimmst du dann für das untere Lager dann was ab und dann hat man immer 10.000 Spezialwerkzeuge. Also alle Schubladen sind voll mit irgendwelchen Messwerkzeugen. Also es ist nicht einfach so eine Messschieber nehmen und messen halt. Genau, und du hast halt immer so diese Problematik, du hast keine Einstellschraube, womit du das Lager irgendwie ein bisschen vorspannst oder so, sondern du baust alles zusammen, misst alles, kontrollierst alles. Und stellst fest. Ja, also genau. Zu viel Vorspannung, nimmst raus, änderst wieder Einstellscheiben, musst dann links und rechts beide Einstellscheiben ändern, weil du sonst halt zu viel Vorspannung auf die Lager gibst. Und du baust halt immer wieder zusammen, auseinander. Und das ist das, wieso sowas auch dann am Ende wirklich teilweise Geld kostet, weil es halt nicht in 5 Minuten, also klar, ich kann Glück haben, dann habe ich so ein Diff in 2 Minuten zusammen, weil der erste Versuch direkt gepasst hat. Das kann aber auch schon mal eine Stunde dauern, weil du da halt 10-mal alles auseinander baust. Du sagtest BMW-Szene, das ist ja für Marius und mich immer so richtig Neuland. So. Das ist bei uns in Hannover einfach nicht so vertreten, die Szene. Ist allerdings, muss ich jetzt nach und nach immer mehr lernen, wirklich eine Riesenszene. Würde ich fast sagen, die zweitgrößte Szene so in Deutschland. Hinter? Hinter eurer Szene. VW Audi ist ja unangefochten doch so die größte Szene. Habe ich jetzt tatsächlich auch mittlerweile gemerkt, dass das doch viel mehr ist, als man so sieht. Allerdings auf einem ganz anderen Gebiet, ne? Weil ich behaupte mal, BMW sind wahrscheinlich 9 von 10 Leute, die wirklich gerne schnell ums Eck fahren. Und bei VW ist es ja, glaube ich, diese Driftszene. Driftszene, halt genau. Viel, und Rundstreckenszene. Mhm. Du hast aber genauso auch Leute, die ja einfach 1000 PS fahren, weil sie 1000 PS fahren wollen und Reifen vernichten. Oder die Viertelmeile fahren, habe ich jetzt auch ein paar Leute schon kennengelernt. Aber da sieht man dann doch den unterschiedlichen Anwendungsfall. Ne? Wir fangen mal ganz vorne an, würde ich sagen. Erklär doch einfach mal kurz, wofür das Differential überhaupt da ist. Das Differential grundsätzlich ist dafür da, du hast ja das linke und das rechte Rad und wenn du eine Kurve fahren willst, dürfen sich nicht beide Räder gleich schnell drehen, weil sonst würde ein Rad entweder durchdrehen oder das äußere Rad würde quasi nicht hinterherkommen. Also außen ist der Radius größer, deswegen muss sich das äußere schneller drehen wie das innere und dadurch gibt es halt diese Ausgleichswirkung dazwischen. Kann man, glaube ich, auch immer so ganz gut erklären. Jeder in der Schule immer, wenn du auf der Tatanbahn eine Runde gelaufen bist, wusste immer, dass wenn du innen läufst, weniger Strecke hast. Genau. Und so ist das, dann macht das Differential. Ja. Das ist natürlich für jeden BMW-Fahrer, wenn das einfach so offen ist, Fahrspaß gleich wenig. Ja, außer also die Leistung, dann ist dir auch wieder egal, aber. Das heißt, irgendwann geht es dann los und macht eine Sperre hinten rein. Genau. Wie ist das bei aktuellen Fahrzeugen, so BMW und so weiter? Gibt es da noch viele Modelle mit Sperren aktuell? Oder also, ist das die, weil ich weiß ja zum Beispiel E36 M3 hatte ja serienmäßig, glaube ich, eine Lamellensperre hinten. Genau, ist so das letzte. Also da hat es auch E39 M5, E36 M3, da hat es aufgehört. Und du hattest bis E36 und E34 noch bei den AG-Modellen, bei den ganz normalen Modellen, schon eine Sperre, die du auswählen könntest über das Winterpaket oder so. Mhm. Und danach überhaupt nur noch im M3 sperren oder im M5. Und die haben dann auch angefangen mit GKN Viscolock. Das war eine Mischung aus einer Lamellensperre und einer Torsensperre oder Viscosperre. Und da fangen halt die Probleme an. Das hat dann Spiel bekommen und das sperrt ungleichmäßig. Mal ist es da, mal ist es nicht da. Und da fangen dann auch so die Sachen an, dass ich super viele Kunden habe, die Rennstrecke fahren und sagen, hier, schmeiß das raus, ich will eine Lamellensperre. Und aktuelle M3s und so weiter, M4? Die haben auch so weiterentwickelte variable M-Sperren, nennt sich das dann. Ja, aber so richtig oldschool Lamellensperre? Nee, gar nicht. Was? Alpina macht das noch, die machen wirklich noch Lamellensperre, aber sonst hat es aufgehört. Was ist so deine Favoritensperre? Vom Funktionsprinzip her? Vom Funktionsprinzip Lamellensperre, hier die ganze ZF-Basis, ist wirklich total geil. Sieht man auch, dass es so oft nachgebaut wurde von Drexler, Karz und wie auch immer so alle heißen, die das alle wirklich anbieten und die basieren alle auf dem gleichen Prinzip. Und es ist auf der Rennstrecke, also selbst der neue M4 GT4, der Rennwagen, da ist auch wieder eine Drexler Lamellensperre drin. Krass. Von daher. Ja, ich bei mir im Audi habe eine Torsensperre, Quave. Ist immer ein bisschen nervig, weil wenn mal eine Antriebswelle abreißt, sperrt die nämlich gar nicht mehr. Das ist vorbei. Da obwohl, das ist bei einer Lamellensperre. Also ich habe eine E21 mit 4,6 Liter V8 Technik. Da reiße ich auch ab und zu mal Antriebswellen ab und da ist so wenig Vorspannung auf dem Diff drin, wenn eine weg ist, ist es vorbei. Klar. Kommt ja auch nicht mehr vor. Aber man könnte sie halt theoretisch noch ein bisschen mehr vorspannen, dass es noch so ein bisschen genau, fährt. Genau, oder du bleibst, während die Welle abreißt, auf dem Gas und solange du wirklich das Diff belastest, bleibt das zu. Nur sobald du es aufmachst, dann fängt es an durchzurutschen. Dann kommst du nicht mehr in diesen Belastungsbereich, weil du brauchst immer einen gewissen Reibwert auf der anderen Seite, damit die überhaupt hochwandert.
Das heißt, wie würdest du in kurz und knapp für denjenigen, der jetzt Interesse bekommen hat, aber keine Ahnung von Sperren hat, den Unterschied zwischen einer Lamellensperre und einer Torsensperre erklären? Eine Torsensperre ist halt ölbasiert, da sind so Schneckenräder drin und die Lamellensperre, da sind Reibscheiben drin und Druckstücke, da baut sich dann Druck auf und dadurch wird gesperrt. Mhm. Und vom Fahren, was eher das Interessantere ist, die Torsensperre ist eher ein bisschen träge. Und die Lamellensperre, die kann man wirklich so abstimmen, wie man will. Mhm. Also wenn man möchte, dass die träge ist, dann ist die träge. Und wenn man die schön ansprechend haben will, dann kriegt man die so hin. Also die Lamellensperre ist der Allrounder. Dafür hat man aber bei der Torsensperre quasi keinen Verschleiß. Also das geht nicht kaputt. Die Lamellensperre, ja gut, das Reibmaterial drauf, wie eine Kupplung oder eine Bremse. Und irgendwann ist es halt runter. Ne? Mhm. Das heißt, sobald man bei der Lamellensperre über einen Moment X kommt, rutscht die auch einfach durch? Die rutscht auch durch. Das ist dieses 25% oder 45%, das gibt die maximale Weiterleitung an Kraft auf das nicht kraftschlüssige, auf das kraftschlüssige Rad. Mhm. Dann weiter. Okay, das wäre jetzt nämlich genau die Frage für dieses Video gewesen. Ich denke mal, viele der Leute wissen es auch wirklich nicht, was diese 25% als Beispiel bedeutet. Wenn du jetzt 100 Newtonmeter hast, die du aufs Rad gibst oder auf die beiden Räder, das eine steht auf Eis, das andere steht auf dem Boden, dann können maximal 45 Newtonmeter übertragen werden auf dem Rad, was Grip hat, und der Rest verpufft immer. So oder so. Also mehr geht halt nicht. Mhm. Okay, verstehe. Und bei der Torsensperre würde in dem Moment, wenn das eine Rad auf Eis steht, gar nichts passieren? Ja, wenn das ein bisschen Grip bietet irgendwie, oder die zufällig, dass du so viel Gas gibst, dass es halt irgendwie gerade mal kurz sperrt. Also sobald die anfängt zu sperren, sperrt die dann auch weiter. Und dann kannst du bis zu 100% Kraftübertragung haben. Diese 100% zu erreichen ist aber natürlich auch so eine Sache. Ne? Also die erreichst du wahrscheinlich geradeaus bei perfekter, geklebter Strecke. Aber nicht und da, wo du haben willst. Ein Riesenvorteil, also was heißt Vorteil, ein Riesenunterschied, den ich immer zwischen Lamellensperre und normalen Sperren gemerkt habe, ist einfach auch nicht unbedingt, wenn man Gas gibt, sondern wenn man bremst oder ausrollt. Ja. Dass da die Lamellensperre natürlich genauso sperrt wie beim Gas geben. Genau, das würde die Torsensperre theoretisch auch machen. Die ist aber meistens zu langsam dafür einfach, dass du halt dann diesen Moment gar nicht, oder dieses Moment, was in die Sperre reingeht, das kapiert die gar nicht. Mhm. Okay, verstehe. Das heißt, die würde theoretisch über die Bremse, wenn man nur mit einem Rad bremsen würde, das andere Rad auch mit bremsen. Ja, die Torsensperre eher weniger. Mhm. Deshalb wirst du echt Probleme kriegen. Mhm. Weil eine Lamellensperre ist drehmomentfühlend und die Torsensperre, die ist drehzahlfühlend. Also die nimmt den Drehzahlunterschied zwischen den beiden Rädern eher auf und die Lamellensperre hat wirklich den Momentunterschied. Merkt man auch jeder Quattro-Fahrer im Winter, die haben ja auch immer in der Mitte einen Torsendiff. Mhm. Und da kommt jeder mal auf die Idee, vor der Kurve mal die Handbremse zu ziehen. Theoretisch müsste, wenn sie sperren würde, in die Richtung ja vorne auch mit blockieren. Ja. Merkst aber rein gar nichts von. Also Motor läuft ganz normal weiter, aber trotzdem kannst du hinten die Räder immer kurz mal sprich aus Erfahrung. mal kurz anblockieren lassen. Ja, okay. So, genug gequatscht. Marius Anwendungsbeispiel. V6 Turbo, Frontantrieb, serienmäßig offenes Diff drin gewesen bisher. Mhm. Beziehungsweise da gibt es ja von VW so eine kleine Anfahrhilfe, womit das Ding dann da, keine Ahnung, 7% sperrt oder so, ne? Die wird wahrscheinlich aber schon verschlissen gewesen. Die habe ich gar nicht gesehen. Doch, die ist so seitlich mit so einer Feder draufgesteckt. Das ist wirklich fast gar nichts. So, da ist es. Das ist das originale Diff. Das heißt einfach nur zwei Zahnräder. Genau. Wobei, sind das in dem Fall Zahnräder? Nee, das sind eigentlich, wie nennt man es, Planetenräder? Planetenräder und Sonnenräder. Mhm. Ja. Und da hast du jetzt hier die Wellen reingesteckt. Man kann das hier so schön drehen. Mhm. Von da oben rein halt. Und dadurch dann die Verbindung zwischen links und rechts. Aber es kann beides komplett einfach frei drehen. Genau. Wie es lustig ist. Ja, und das, was jetzt reinkommt. So, jetzt das Auto wird ja theoretisch ausschließlich gerade nur auf Rennstrecke bewegt. Geradeaus. Geradeaus? Geradeaus. da ist ja schon mal die Frage, ist es überhaupt sinnvoll, da eine Sperre reinzumachen? Auf jeden Fall, weil du hast ja auch da wieder einen Momentunterschied, dass mal ein Rad durchdreht oder so. Das siehst du ja immer bei den ganzen Jungs, die halt unbedingt einen Burnout machen wollen und keine Sperre haben, wo dann halt nur ein Rad dreht und alle lachen. Ja, und das hast du ja beim Beschleunigen halt auch. Okay, das heißt, dann würdest du aber in Richtung Torsen oder in Richtung Lamelle gehen? Ich würde da immer Richtung Lamelle gehen. Mhm. Also ich bin halt auch ein riesen Lamellen-Fan, weil ich bin beides gefahren und habe für mich festgestellt, ich komme mit der Lamelle eigentlich immer besser klar. Und ich habe den riesen Vorteil, die Lamellensperren, ich kann die abstimmen. Also ich kann da das drauf machen. Das ist auch hier, das ist auch nicht mehr so, wie die aus dem Karton kommen, sondern so, wie ich die haben will.
Und Spezial wieder. Ja. So, okay, also du empfiehlst uns diese Sperre, die genau. Du auch vertreibst. Ja, die kann man so bei mir, weil meistens ist es so, dass halt ohne Einbau den meisten Jungs die Sperre gar nichts bringt. Und dann habe ich gesagt, gut, ich suche mir eine Sperre, die ich gut finde von der Verarbeitung, von der Haltbarkeit und von der Modifizierbarkeit, dass ich da, wenn jetzt einer kommt, wie ihr sagt, ich fahre Viertelmeile, der andere kommt, ich fahre Rundstrecke, dass ich das anpassen kann und nicht 10 verschiedene Sperren hier brauche. Und da habe ich mich halt für das System entschieden. Wie würdest du das anpassen? Also was änderst du? Du kannst im Prinzip viele Sachen anpassen. Da sind Druckstücke drin mit Rampen, wo Achsen hochwandern. Da kann man den Winkel der Rampen anpassen, dadurch die Sperre. Du kannst mehr Lamellen, weniger Lamellen, also mehr Reibfläche schaffen, dadurch mehr Sperre. Du kannst aber auch einfach ein bisschen mehr Spiel da drin machen, dann sprich die anders an. Oder du hast da Tellerfedern drin für die Vorspannung, da kann man stärkere, schwächere. Und da kann man dann schon viel spielen. Du kannst theoretisch auch noch gucken, dass halt ein bisschen mehr Öl reinkommt. Also manche Sperren, die haben nur ganz kleine Ölöffnungen. Dann fräst man die Öffnung halt ein bisschen größer, damit wieder Öl reinkommt. Das ist dann so Hitzefälle. Das haben wir zum Beispiel E92M3, wenn die auf Lamellensperre umgebaut sind. Da verbrennt halt gerne mal die Lamellen und dann macht man große Löcher rein, damit viel Öl reinkommt. Dann passt das. Und wie ist die jetzt hier von der Sperrwirkung? Das ist asymmetrisch in die eine Richtung 45% und in die andere 25%. Das heißt, die 45 wahrscheinlich beim Beschleunigen? Ja, genau. Und 45 auf Zug und die 25 auf Schub. Das muss uns auf jeden Fall schon mal gleich zeigen, wie man das asymmetrisch hinbekommt. Das interessiert mich einfach technisch gesehen. Ja, das ist eigentlich viel einfacher, als sich das anhört. Was ist so Maximum, was du an Sperrwirkung schon mal so gebaut hast? Also wo macht es dann wirklich irgendwann, wenn wahrscheinlich irgendwelche Driftautos sind? Der, ja gut, eigentlich alles ab 75% ist selten gefragt, weil da wird es auch richtig teuer meistens. Und ich habe aber mal für einen Rundstreckenkunden, der so ein altes, nicht Gruppe 5, das war so ein Gitterrohrrahmen-Rennauto mit 385er Slicks auf der Hinterachse. Und der brauchte super viel Sperre, weil die 75% Sperre hat er immer noch gegeneinander verdreht, ohne Probleme. Und das waren irgendwo zwischen 85% und 90%. Da waren so viele Lamellenpaare drin, die konnte man kaum noch zählen. Ab wie viel Prozent Sperre gibt es wieder Probleme, wenn du nur eng um eine Kurve biegst und so? Das kannst du mit der 25% Sperre hinkriegen. Wenn du da viel Vorspannung drauf gibst und dann rutscht das nur, dann hast du nur Untersteuern. Das kann man so pauschal nicht sagen. Nee, also ich meine jetzt wirklich so, dass man dieses, so wie man eine Sperre drin hat, also eine 100%ige Sperre, dass das innere Rad so anfängt zu rattern. Wie gesagt, ab 25%. Aber das geht selbst bei 25%? Ja, selbst bei 10 geht es theoretisch schon. Und desto mehr, desto einfacher ist es. Also desto weniger Vorspannung du auf eine große Sperre drauf gibst, desto eher passiert das. Da muss man halt vorsichtig sein. Was fahren so die BMWs mit Heckantrieb auf halben Meile, Viertelmeile und so weiter? Als Sperrwirkung, die so gemacht ist? Die meisten Jungs, die ich bis jetzt gemacht habe, 45% und hauptsächlich 45%, weil das einfach, du hast 4 Lamellenpakete, dadurch mehr Fläche da drin und auch mehr kleine Zähne. Und diese kleinen Zähne reißen sonst irgendwann ab, wenn du so viel Kraft da drauf gibst. Dann einfach Haltbarkeitsgründe und Temperaturgründe. Temperatur auf der Viertelmeile oder halben Meile jetzt nicht so das Riesenthema, auf der Grand Prix-Strecke oder Nordschleife oder so halt ein Riesenthema, weil da hast du da auch mal 180, 190 Grad Öl drin oder 200 Grad Öl. Und dann sieht das Öl nicht mehr so schön aus. Okay, jetzt letzte Frage von mir, wo du sagst Grand Prix-Strecke, Lamellensperre, ich sag jetzt mal 45%. Wie lange hat die 45% und wann muss man da wieder anfangen nachzustellen? Ja, also anfangen zu revidieren, aller spätestens, wenn es Geräusche macht. Okay. Wenn es halt irgendein Schleifgeräusch macht oder so, dann ist meistens Reibmaterial weg. Und solange noch Reibmaterial da ist, hast du immer noch ziemlich viel von der Sperre. Also ob das jetzt dann 40, 42, 43, 45 sind, kann man dann schwer sagen. Das müsste man halt ausmessen. Ist jetzt aber nicht so, dass nach, ich sag jetzt mal, nach 5 Betriebsstunden es schon nur noch 35% sind. Nein, also die wirklichen Rennstreckenkunden, die Slicks fahren und die heftiger Renneinsatz haben, die kommen einmal im Jahr zum Revidieren. Und meine Trackday-Kunden oder so, die kommen ja je nach Anwendungsfall. Also der eine kommt mal nach 2 Jahren, der andere kommt nach 5 Jahren. Du merkst es auch, weil das Auto halt unstabiler wird vom Fahren. Also du merkst es eher, als dass du sagen kannst, ich lasse da jetzt 10 Betriebsstunden. Und ich habe das Gleiche auch, wenn jetzt mal ein Kunde kommt und sagt, ich habe ein bisschen das Gefühl, da fehlt Sperre. Und die Sperre ist aber innen drin noch wie neu, dann geht das auch wieder zusammen und dann ist das meistens aber so eine Gefühlssache gewesen. Ne? Dann fährt er wieder ein paar Meter und denkt sich, ah ja, okay, Sperre läuft und dann sage ich ihm dann, ja, hier, ich habe gar nichts gemacht. Ich hab's wieder zusammengesetzt. Kann man von außen irgendwie die Sperrwirkung messen?
grundsätzlich schwer, aber auf dem Prüfstand Drexler zum Beispiel kann das, ich kann es nicht. Also da brauchst du schon Riesenmaschinen Prüfstände und alles, ja. Aber ich kann sie jetzt extern auch nicht beeinflussen, also ich muss sie jedes Mal zerlegen. Wenn die einmal die zu Abstimmung ist, ist sie zu, genau. Das kann ich aber gleich zeigen, wenn die offen ist. Okay. Okay, ja, machen wir auch das Ding. So lange gequatscht hier. Du hast bestimmt noch 20 Fragen. Ja, ich habe auch wirklich noch so viele. Ja, haben wir noch Zeit. Was ist das für ein, ist das auch irgendwie schon irgendein geschmiedeter Stahl, irgendwas härteres, irgendein Werkzeugstahl? Das kommt immer darauf an. Also je nach Hersteller verwenden die einfach S355 oder 42 Chromo 4 ist auch oft verwendet. Du hast aber teilweise sogar die ZF-Gehäuse, das waren einfach Gussgehäuse. Okay. So. Oh, das war aufwendiger als ich dachte. Es ist ja wirklich tatsächlich so eine Mini-Kupplung da drin. Ne? Genau, wenn man von oben anfängt, klar erstmal Lager, weil irgendwo muss es sich ja drehen. Und dann hast du auf der anderen Seite die ganzen Führungen und hier die Ölkanäle, damit halt, weil hier ist so eine Anlaufscheibe und da dreht sich halt was und damit das auch immer alles ordentlich geschmiert ist. Nur weil Schmierung ist halt eigentlich das Wichtigste in der Sperre. Sobald die Schmierung mal abreißt oder du ein super schlechtes Öl, wir hatten zum Beispiel mal viele Probleme mit Öl aus dem Internet. Dann kam ein Kunde, ich habe eine Sperre aufgemacht und es hat nach Frittenfett gerochen. Ich habe mich riesen gewundert. Sperre war Kernschrott. Und dann habe ich das Öl einfach einem oder meinem Ölgroßhändler geschickt. Der hat so ein Öltestlabor, der hat das geprüft. Und was kam raus? Da hat irgendwer Pflanzenöl reingekippt. Und er hatte aber eine ganz normale, namhafte, namhaftes Fabrikat gekauft. Das war halt einfach ein gefälschtes Öl. Da muss man riesen aufhören. Also kauft den Scheiß lieber irgendwo im Fachhandel oder so. Aber es ist umweltverträglich dann, ne? Ja. Also, wenn du es mal sprengst. Also, der Geruch war auch super. Normal hast du direkt in die Fritteuse geschmissen. Ja. Das Zeug. Ich meine, ihr riecht den Geruch ja hier auch ein bisschen dafür. Und das war halt angenehmer, ne? Du hast jetzt hier, das ist erstmal so eine Tellerfeder. Damit macht man jetzt grundsätzlich erstmal die Vorspannung. Klar, auch durch die Gesamthöhe, aber auch durch diese Tellerfeder. Und dann... Das heißt, die drückt sich beim Zusammenziehen dann zusammen und drückt auf die einzelnen... Genau. Lamellen. Und dann immer Reibpartner. Einmal die Außenlamelle, die ist verbunden mit dem Gehäuse über die Verzahnung. Und Innenlamelle, die ist über die andere Verzahnung quasi mit dem Antrieb, mit dem Stummel. Der kommt ja jetzt hier so rein und damit ist das quasi dann kraftschlüssig verbunden. Dadurch verbindest du auch das Gehäuse mit der Achse. Also da entsteht die Sperrwirkung. Was sind das für Materialien? Ist das beides einfach nur Stahl? Das ist hier Stahl, das ist auch noch irgendwie beschichtet. Was da genau für eine Beschichtung drauf ist, das wollen die alle immer nicht verraten. Ich weiß, bei den ZF-Sperren, da war es eine Molybdän-Beschichtung. Ähnlich wie von Synchronringen so? Ja, das sieht man auch ein bisschen besser. Ich kann mal gerade eine holen. Irre. Vor allem diese Kreise, ne? Also waren ganz... Ich hätte nie gedacht, dass das so viel Leistung ist. Das ist jetzt ja nur für einen Stummel, ne? Das gleiche kommt auf der anderen Seite auch nochmal. Ja, ja. Also bei ZF hast du das eher... Da ist hier so eine Molybdän-Scheibe, da merkst du auch richtig, wie rau die ist. Und auf der anderen Seite eine Stahlscheibe. So, jetzt tut das wahrscheinlich eher so ein bisschen. Das ist das BMW, das ist ein bisschen größer. Und diese Rillen, die da drauf sind? Die Rillen sind einfach nur Schmierung. Das ist hier, hast du die Rillen, wo das Öl sich drin festsetzt. Weil sonst, ich denke, das ist wirklich ein weicherer, ein härterer Stahl, den die da benutzen. Der würde ja sonst direkt fressen. Und dann richtig so von innen nach außen laufend und so, ne? Das heißt aber, diese Scheiben würde man einzeln im Ersatzfall mal bekommen und kann die dann einzeln tauschen. Das also Verschleiß am Gehäuse ist eigentlich... Verschleiß am Gehäuse ist nie, sehr selten. Man hat das bei den kleinen BMW-Differentialen schon mal, dass die Deckel abreißen. Weil das sind so Gussdeckel, dann brechen die schon mal. Hier bei dem Drehteil oder CNC-Teil ist das sehr, sehr unwahrscheinlich, dass das reißt. Also da reißen eher die Zähne ab, also hier die hier innen drinne, dass hier mal was abreißen würde, als dass dir durchs Gehäuse um die Ohren fliegt. Okay, das heißt, wir haben jetzt hier pro Stummel, also pro Seite jeweils zwei Scheiben. Genau. Normale Bestückung bei ZF-Serie hier so in so einem E36 zum Beispiel waren zwei pro Seite, also eine Außen- und eine Innenlamelle. Die lief dann auf der anderen Seite hier auf dem Druckstück. Und da hast du dann 25%. Hier hast du doppelt so viele und dadurch dann den Unterschied zwischen 25% und 45%. Ja, Philipp ist auf jeden Fall begeistert. Ja, ich sehe gerade sogar, die haben sogar noch verschiedene Seiten. Sieht zumindest so aus, als wenn der auf der einen Seite... Ich habe gemerkt, wie rum du das rausgenommen hast jetzt. Ja, das wird Philipp nicht sagen. Ja, krass, okay. So. Genau. Weiter geht das Ganze mit den Druckstücken, was ich eben erwähnt habe. Da hat man jetzt hier die Rampen, von denen ich eben geredet habe, die auch jetzt die Sperrwirkung machen. Du hast in die eine Richtung... Jetzt hier 45 Grad und in die andere Richtung 30 Grad.
Die 30 Grad Rampe, da kann... Ich nehme den Rest mal gerade raus. So. Das sitzt so hier drin. Und wenn das da so drin sitzt und du Gas gibst, dann will das quasi so nach außen sich drücken. Über diese Planetenräder wird das quasi angetrieben und drückt sich nach außen. Desto flacher dieser Winkel, siehst du ja schon, desto leichter drückst du das. Und hier, da muss ich ja schon richtig Kraft drauf geben, dass sich das überhaupt irgendwie bewegt. Und dadurch hast du hier mehr Sperre, weil du drückst das alles auseinander und baust auf die Lamellen halt richtig Druck aus. Okay, jetzt habe ich definitiv wieder was gelernt. Das wusste ich auch nicht. Ich dachte, bei einer Lamellensperre, die ist immer gleich vorgespannt oder ändert sich nichts? Ja, die Vorspannung ist auch immer gleich. Also du hast die Vorspannung gibt den Grundsperrwert an. Mhm. Also sagen wir mal, da sind 70 Newtonmeter drauf. Dann hast du immer 70 Newtonmeter, die durchgehend übertragen werden. Mhm. Und von diesen 70 Newtonmetern geht dann diese Wirkung hier aus. Nochmal oben drauf. Genau. Okay. Und über diesen Winkel kannst du das dann beeinflussen. Mhm. Das heißt, du könntest den Winkel jetzt auch noch flacher und länger machen. Dann würde es im Zweifelsfall noch einen Tucken mehr sperren. Du kannst es dann halt auch, das ist noch ziemlich dreckig, aber du kannst es symmetrisch auslegen. Das ist jetzt so ein Originaldruckschutz von BMW, 45%. Und da gibt es einfach die wildesten Sachen. Was haben wir denn hier noch Schönes? Ja, nee, das wusste ich so auch nicht. Zum Beispiel hier, das ist jetzt eigentlich das gleiche Druckstück, nur da von Drexler. Da sind dann auch mehrere Rampenwinkel drin. Da kannst du mal auf die Schnelle, das muss immer noch zerlegt werden, kann man das wechseln. Da ist einmal, einmal versetzen so, ne? Genau, 45-30 drin, wie hier auch. Und einmal 50-40. Da kannst du es einfach, entweder sitzt es so drinne oder halt in der Paarung. Mhm. Und dadurch kannst du das dann ändern, so wie du willst. Mhm. Das ist halt jetzt wirklich so BMW-Rennstreckeneinsatz. Mhm. Das ist zum Beispiel das Druckstück, was ich in meinem M3 fahre. Mhm. Okay, ist schon nochmal ein bisschen massiver alles als das Frontantrieb der 4, ne? Gut, BMW 210 ist auch wirklich groß. Das ist vergleichbar mit BMW 168, das war so... E36, 316, 318, 318 IS. Das und ist schon sehr klein ausgeführt, das muss man schon sagen. Die, was du sagtest, die Vorspannung, die generell immer da ist, die kommt rein über die Feder? Genau, über die Feder und über den Platz, der im Differential ist. Mhm. Okay. Ja, eigentlich einfach aufgebaut, aber dann doch halt schon viel Erfahrung, Technik und so weiter drin. Die Sache ist halt auch vor allem, egal was du so änderst, ob du jetzt mehr Platz machst oder eine andere Tellerfeder oder so machst. Ich habe zum Beispiel jetzt letztens einen Rallye-Kunden gehabt, der hat zu mir gesagt, ah, ich will unbedingt mehr Vorspannung ausprobieren. Ich habe gesagt, hier, lass das, das fährt sich nicht, das wird untersteuern ohne Ende. Nein, wir probieren das aus. Okay, haben wir ausprobiert. Er kam zwei Tage später wieder und meinte, ja, mein Auto fährt keine Kurven mehr. Mhm. Und das war wirklich nur eine Tellerfeder getauscht. Wir haben nichts anderes gemacht. Eine einzige Tellerfeder und das Auto war von schnell, aber noch nicht ganz perfekt, zu unfahrbar. Also, wo ich mich auf jeden Fall jetzt schon mal drauf freue, ist, wenn wir das Ganze nach einer Saison mal zerlegen. Interessiert mich wirklich wenn's mal. Wenn es eine hält. Wie das drin da so aussieht, ne? Also ich habe das wenig noch ansatzweise so aussieht oder halt anders aussieht. Das wird mich wirklich mal interessieren. Der Feuersperre habe ich auch nicht so viel. Wo du sagtest, halt ist, das ist ja auch immer so eine Sache bei dem Original-Diff, dass halt dieser Bolzen hier immer rauswandert. Ja, du hast ja auch diesen Unterschied, wenn du dir das mal anguckst. Du hast hier gar kein Material. Ja. Das hier ist rundherum geschlossen. Dadurch schon viel stabiler und das ist natürlich auch ein viel besseres Material. Ja, ja. Das ist irgendein Guss und das arbeitet sich dann hier frei. Hier läuft das halt auf, diese, auf diesem gefrästen Stahlteil, was auch noch gehärtet ist. Also die haben meistens 65 HRC, die sind schon richtig hart. Mhm. Deswegen habe ich auch eine Schleifmaschine, um die überhaupt zu bearbeiten. Weil selbst wenn die kaputt gehen, du hast ja eigentlich, denkt man, das ist so ein ganz wichtiges Teil in der Sperre. Und wenn die hier einlaufen, was sehr oft passiert, kann man alles wegschmeißen. Weil so ein Druckstück, das kostet dann mal gerade 150, 200 Euro. Dann bist du schon bei beiden fast so, dass du eine neue Sperre kaufen kannst. Mhm. Das kann man schleifen. Also wenn das nicht zu viel ist, kann man es einfach so schleifen. Wenn es zu viel ist, schleift man das und dann wird es neu gehärtet. Und du siehst ja, da ist wirklich noch ein bisschen Fleisch, wo man noch was abnehmen kann. Also revidierbar. Ist muss dann, fast alles. Muss dann aber auch passend dazu wieder auf der anderen Seite was nachlegen, dass er auch genau, da musst du ausgleichen, ja. Okay, cool. Ja, also das Diff sollte jetzt halten. Hier sehe ich noch, auf jeden Fall gibt es auch noch mal ein paar Spezialschrauben für den Triebsatz, ne? Genau. Für die Übersetzung. Ich würde sagen, das reicht zur Sekunde zum Thema Differential. Den Rest gucken wir, wenn es kaputt gemacht hat. Genau. Ach, Spaß. Wir bauen das Ganze jetzt erstmal wieder zusammen und dann seht ihr im nächsten Video, wie es mit dem Getriebe weitergeht. Der hier unten in die reingreift und hier oben. Den wir gerade abgenommen haben. Genau. Wenn ich jetzt den Gang drin habe und ich will jetzt den nächsten Gang schalten, muss ja nicht nur hier vielleicht ein Gang rein, sondern der muss ja auch wieder raus. Also muss das auch so abgestimmt sein, dass du nicht zwei gleichzeitig reinschiebst. Weil sonst knallt.